Ursula Böttcher, sie war, wie gesagt, die erste Frau, die den Mut hatte, das Können und auch die Kraft, mit einer Eisbärendressur mit dem DDR-Zirkus in die Manege zu treten. Sie ist rund um den Globus gereist mit dem Zirkus Busch und nach der Wende wurde sie nun sesshaft, hat aber damit gleichzeitig ihre Familie, den Zirkus, verloren. Die Eisbärenfrau Ursula Böttcher, nun in unserer Sendung mit Menschen. Und meine Nixe, die mich 1975 beim Tanzen da, beim Tanzen mit der Nixe in Berlin, einfach bloß weil ich mit dem Fuß umgeknickt habe, hat sie mich halt niedergeschlagen und das getan, was Raubtiere tun. Versucht die Beute etwas fester zu nageln, aber toi toi toi, es ist gut ausgegangen, sonst würde ich euch ja jetzt keine Interviews geben. Der Zirkus Eros 1991 bei seiner letzten Tournee durch den Norden Deutschlands, zu Gast in Schwerin. Ausschnitte aus einer Dokumentation des holländischen Fernsehens. Zu den Stars in der Manege gehört Ursula Böttcher, die Eisbärenfrau. Eine der größten zirzensischen Attraktionen auf der Welt. Meine Damen und Herren, anlässlich des Jubiläums des Zirkus Eros, das erste Mal in der Landeshauptstadt Schwerin, Ursula Böttcher und ihre Eisbären. Zurzeit bin ich die Einzige mit den Eisbären, die noch im Zirkus arbeitet. In der ganzen Welt. Wenn die dann was wollen, dann merkt man es schon, dann ist es meistens schon zu spät. Ich habe die ganze Welt bereist, vor der Wende schon. Ursula Böttcher und ihre 10 Eisbären haben mittlerweile ein neues Zuhause gefunden. Unter südlicher Sonne im spanischen Alicante. Mit eigenem Swimmingpool und immer neuen Duschbädern fühlen sich die Raubtiere augenscheinlich ganz pudelwohl. Die Menschen suchen unterdessen ein paar Kilometer entfernt Erfrischung. Am Strand von Alicante, im Mittelmeer, der Badewanne Europas. Massentourismus. Diese Massen der Feriengäste aus ganz Europa werden werbewirksam zum Besuch des nahegelegenen Safari-Parks eingeladen. Ein paar hunderttausend, die sich zum Trip in die wohlorganisierte Exotik verführen lassen, in eine bunt zusammengewürfelte Arche Noah mit Elefanten, Affen, Flamingos, Schlangen und Eisbären. Als hier in letzter Saison der Direktor vom Rio Safari von Elche vorbeikam und fragte, ob ich eventuell interessiert wäre, mal im Sumpf Safari Park zu arbeiten, dann habe ich mir das sofort gemerkt und gesagt, ich gebe ihm, wenn hier Schluss ist, die Saison, dann melde ich mich und das habe ich auch getan. Und man hat mich dann abgeholt und hierher geholt und jetzt sind wir sofort hierher gezogen und das ist fantastisch. Wir brauchen nicht reißen, nicht zumachen, die Tiere haben ihr festes Schwimmbecken. Also das ist, so schön ist es mir seit, na, ich weiß wie, wann das, vor 16 Jahren ist das letzte Mal gewesen, als ich im Park war. Das ist uns nie gegangen, so zu reisen, das ist schon ganz schön anstrengend auch für uns. Zum Kaffee gibt es Frühstücksfernsehen aus Deutschland. Ursula Böttcher hat sich schon immer dafür interessiert, was zu Hause geschieht. Früher haben sie ihr das neue Deutschland nachgeschickt. Heute informiert sie sich per Fernsehen. Es sind Meldungen, die sie nachdenklich machen und erschrecken und über die sie mit niemandem sprechen kann. Sie ist mit ihren kleinen Hunden und ihren großen Eisbären allein. Frühstück auch für die Bären. Ihre Mahlzeiten sind nur in Zentnern zu berechnen. Auf dem Speiseplan stehen Haferflocken und große Mengen Fleisch. Die beiden Pfleger unterhalten für die 10 Tiere eine eigene Küche und sind den ganzen Tag damit beschäftigt, Hunger und Durst ihrer Schützlinge zu stillen.
Die Kolosse scheinen schier unersättlich. Die Kosten sind hoch. Täglich pro Tier 30 Mark. Das sind insgesamt 300 Mark für die Gruppe, also 9000 Mark im Monat. Nicht berücksichtigt die Gehälter der beiden Pfleger und gelegentliche ärztliche Behandlungen. Die Kosten übernimmt der Safari-Park. Ursula Böttcher bekommt ihr Gehalt von der Zirkusunion in Berlin, von der sie als Angestellte vermittelt wird. Muffel liebt Milch sein ganzes Leben. Also wenn er irgendwo Milch sieht, dann steht er aus dem tiefsten Schlaf an, weil er fühlt er das oder riecht er das oder hört er das am Geräusch, wenn man eine Flasche aufmacht oder so eine Plastiktüte. Auf jeden Fall ist er dann sofort da, äußerst mobil. Und es muss allerdings, eins muss ich sagen, es muss Frischmilch sein. Wir haben zum Beispiel hier in unserem Futterplan auch Milch dabei, dass er seine Milch jeden Tag bekommen kann. Dann haben die natürlich bei dieser Hitze uns Haarmilch besorgt, weil die sich ja länger hält und dass sie nicht jeden Tag da wegen einer Tüte Milch in den Supermarkt fahren brauchen. Aber dann hat er die Nase gerümpft, da ging kein Weg rein. Also man musste doch wieder auf Frischmilch zurückgreifen. Und Sie haben ja gesehen und gehört, dass ihm das äußerst bekommt und schmeckt. Muffel, Rambo, Nixe, Olaf, Spitzbergen und die anderen sind schon weit in der Welt herumgekommen. Stars in der Manege, umjubelt in Kalifornien und Moskau, in Tokio und Madrid, in der Schweiz, in Berlin und auch in Dresden. Dresden Anfang Januar 1994. Ursula Böttcher zu Besuch in Deutschland. Mit ihrem Bruder unternimmt sie einen Spaziergang auf den Spuren der Vergangenheit. Doch vieles von damals, aus der Zeit vor dem Kriegsende, als sie noch Kinder waren, gibt es nicht mehr. Ursula Böttcher ist seit 3 Jahrzehnten nur noch Gast in ihrer Heimatstadt. Und jetzt, in den Zeiten des hektischen Neubeginns, ist sie eher eine Touristin, eine staunende Fremde, die zum Sightseeing kommt. Das Wichtigste für sie aber ist, dass sie hier ihre Angelegenheiten regelt. Termine bei Ämtern, bei Behörden und Ärzten. Das ist ja auch schon lange her. Das sind ja Tempelpassagen. Erinnerungen an Sarasani. Der berühmte Zirkus hatte einst vor 1945 hier sein Winterquartier. Der Sarasani war ja genauso wie jetzt heute noch. Da drüben ist, lese ich gerade ein Schild, Sarasani, der gastiert also zurzeit in Dresden, ein Reisezirkus. Und die haben im Winter dann hier ihr Gastspiel da absolviert. Und da waren immer die verschiedensten Tierarten da. Das Programm musste ja immer erneuert werden. Es war damals schon so üblich wie heute auch. Das war natürlich schön, wenn man da spielen konnte und konnte halt jeden Tag Tiere sehen. Und wir haben in der Nähe gewohnt und natürlich haben wir als Kinder hier, das war eine unserer Spielstätten und da haben wir uns sehr oft befunden, sind genauso oft rausgeflogen, wie wir wieder drin waren, aber das hat mich halt auch geprägt. Ich habe mich schon damals wohlgefühlt, wo viel Tiere waren. Ursula Böttcher erlebte und überlebte den Angriff auf Dresden wie ein Wunder im Keller ihres Wohnhauses, das von einer Bombe getroffen bis auf die Grundmauern zerstört worden war. Am nächsten Tag, sobald das überhaupt möglich war, bin ich heraus. Meine Mutter, die hat dann aus dem Keller, die hat noch geweint und gejammert, aber ich musste gucken, was ist am Zirkus los. Und die Raubtiere, die waren alle verbrannt. Und die Zirkusleute, die dann da engagiert waren, die waren mit Kamelen und sowas ans Elbufer gerannt. Die waren dann auch, die haben ja auf die geschossen und alles Mögliche. Das war entsetzlich. Also das. Die Liebe zum Zirkus blieb. 7 Jahre später machte sie sich auf den Weg.
Der Zirkus Busch hat in Dresden gespielt und dann bin ich hingegangen und dann habe ich gesagt, ach, ich möchte gerne zum Zirkus. Ich weiß, der damalige Inspektor, der hieß Koch, der hat zu mir gesagt, ja, nur was denkst denn du, Mädel, was du hier machen kannst und so weiter. Denkst du, wir brauchen hier noch jemand, der dann als Zirkusstar auftritt? Und ich habe gesagt, das ist mir egal. Und er sagt dann, ja, wir würden eine Putzfrau brauchen. Und habe gedacht, das mache ich auch. Und der hat ganz dumm geguckt und hat gesagt, na ja, wenn du denkst, du kannst das machen, bist du morgen früh um 6 hier und dann werden die anderen Putzfrauen, die wir haben, die werden dich einweisen. Dann bin ich am anderen Morgen da gewesen. Es war im August 52. Ja, ich glaube, am 18. August bin ich dann da gewesen um 6 und dann habe ich mich vorgestellt und habe gesagt, hier bin ich. Ursula Böttcher war nicht lange Putzfrau. Sie begann ihre ersten Dressuren mit einem Esel. Als der Staatszirkus der DDR eine Raubtierdomteuse suchte, war sie zur Stelle. Sie hatte ihre Berufung gefunden. Was denken Sie, gerade wie ich das damals übernommen habe? Ich habe ja gesagt, da sind so, haben sich so viele junge Frauen und Mädchen gemeldet, die gesagt haben, Domteuse, das wäre was für mich. Aber in dem Moment, wo die Löwen im Käfig saßen und der Gaston Bossmann, der hat gesagt, so, jetzt kommen Sie bitte mit mir hinter mir rein in den Käfig, dann war Schluss. Sie müssen ja reingehen, erstmal überwinden, fünf Löwen gegenüberzutreten. Sie trat ihnen gegenüber, nur 1,57 Meter groß, aber mutig und entschlossen. Also es gibt keine Raubtierarten, mit denen ich gearbeitet habe, die Eisbären. Man sagt immer, dass die Eisbären die hohe Schule der Raubtierdressur sind. Und das war dann halt meine letzte Nummer und mit denen habe ich, mit dabei bin ich geblieben. Das kam dann diese Wirkung, diese Riesentiere. Seit nahezu 3 Jahrzehnten sind es die Eisbären, die sie zu ihren Favoriten erkoren hat. Riesentiere, doppelt so groß wie ihre Herrin, 3,20 Meter der größte. Eine ungewöhnliche Familie. Das ist etwas, was man niemals erlernen kann. Entweder man hat den Mut, den gegenüberzutreten, oder man hat ihn halt nicht. Und ich habe schon immer wieder gesagt, weil ich auch immer wieder gefragt werde, ob ich eventuell nicht Angst habe und so. Also an dem Tag, an dem ich das erste Mal Angst habe, gehe ich keinen Schritt mehr rein. Weil der Instinkt ist ja so ausgeprägt dieser Tiere, dass dann mir ganz sicher etwas passieren würde, wo ich nie wieder rauskomme. Und das möchte ich ja nicht. Nein, wenn es vorbei sein sollte, und das kann morgen schon passieren, dass irgendein Umstand eintritt und auf einmal fühle ich mich unsicher und die Unsicherheit, das überträgt sich sofort auf diese Tiere und dann würde ich ganz schnell meine Finger davon lassen und würde sagen, es war schön, aber jetzt ist Schluss. Eisbären sind für den Menschen unberechenbar. Im Gegensatz zu anderen Raubtieren gibt es von ihnen keine erkennbaren Warnsignale für einen Angriff. So wurde Manfred Horn, der langjährige Lebensgefährte von Ursula Böttcher, 1990 in der Manege zu Boden geworfen und getötet. Vor allen Dingen dieser tödliche Unfall von Manfred Horn, das ist entsetzlich und da möchte ich auch jetzt nicht drüber sprechen. Aber ich würde sagen, dass das Berufsrisiko ist, wie in jedem anderen Beruf, auch Rennfahrer oder Dachdecker zum Beispiel, die rutschen ab oder die Fensterputzer an großen Hochhäusern, das gehört halt dazu. So wie es Artisten unter der Zirkuskuppel gibt, die ohne Netz und doppelten Boden arbeiten. Der Unterschied zur Dressur liegt im Miteinander von Mensch und Tier. Es kommt auf die Intelligenz der verschiedenen Tiere an, das ist wie bei Menschen. Manche lernen leichter und andere, da dauert es etwas länger. Das kommt auch auf die Schwere der Tricks drauf an. Wenn man zum Beispiel ein Tier zum Springen bringen soll, dann muss das, wir machen ja alles diese Humandressur, also mit Köderdressur, ne? Dass man da zwei Hocker ganz enge zusammenstellt und das Tier dann auf den anderen übersteigen lässt und das belohnt und dann den Sprung immer mehr erweitert. Und da kann man schon ein Jahr dran arbeiten, bevor das so sitzt, dass wie so ein Eisbär, was ja immerhin ein recht schweres und plumpes Tier ist, über drei andere Eisbären springt. Das dauert schon eine Zeit, bevor man das drin hat. Nach Gastspielen in Osteuropa wurde Ursula Böttcher mit ihrer Gruppe zum gefeierten Star in der neuen Welt. Zusammen mit ihrem Bären und mit ihrem Lebensgefährten reiste sie 1972 in die USA. Sie war immer noch Angestellte im Staatszirkus der DDR.
Sie verdiente hunderttausende Dollar für die Devisenkasse in Ost-Berlin und bekam außer Spesen selbst nur ein durchschnittliches Gehalt ausbezahlt in Mark der DDR. Freilich genoss sie das Privileg einer nahezu unbegrenzten Reisefreiheit, wie nur wenige ihrer Landsleute. Wie ich in den USA gereist bin, die 6 Jahre, beim Ringling-Zirkus, der spielt, ja, der ist so groß, der spielt nur in Riesen-Buildings, zum Beispiel im Madison Square Garden. Und wenn dann 20.000 Leute klatschen, weil es ihnen so gut gefällt, und das ist dann schon, das geht in runter wie Öl. Das ist also dann schon schön und da freut man sich drüber. Oder in New Orleans, der Superdome, 45.000 Menschen gehen dann rein, wenn der Zirkus spielt, das ist schon eine tolle Sache. Und auch so hier in so einem Safari-Park, man sieht, den Leuten macht das Spaß und den Kindern und so, dann bin ich auch zufrieden. Berlin, Januar 1994. Ursula Böttcher kehrt zu den Ursprüngen ihrer Karriere zurück, zum Zirkus Busch, der im Zentrum der deutschen Hauptstadt gleich neben dem Alexanderplatz gastiert. Besuch bei Freunden, bei Laila und Nino mit ihren Kindern, bei den Saratogas, die gerade bei Busch in Berlin gastieren. Ja, mein Gott, das ist ja nicht wahr! Jetzt muss ich weißt du, guck mal, wer da ist. Hallo, ja, wo Nino. Kommst du denn her, Mensch? Aus Spanien. So lang, aus Spanien, ja, das finden wir ja toll. Hallo, Sandra. Guck mal hier, das ist die Sandra. Hi, Jessica, guck mal, hallo. Guck mal, wer da ist. Die Uschi, ach, oje. Na, hör mal, das finden wir ja toll. Komm rein. Okay. Ja, das ist schön, ne, hier. Oh, die kommen wieder, ja. Mensch, und mit der seid ihr immer noch zufrieden und glücklich, ja. Aber leider das letzte Jahr. Das letzte Jahr? Die machen nicht mehr? Ja, die Frau Metz, ja, die macht noch ein Jahr jetzt. Naja, aber dann nehmen wir sie. Dann haben wir uns natürlich schon auch langsam drum gekümmert. Wenn ich im Zirkus reise, ist ja ringsrum, sind ja alles, da sind ja Kollegen, dann ist man befreundet und dann ist man vielleicht vor 10 Jahren schon mal zusammen im Zirkus oder im Engagement gewesen, dann trifft man sich wieder und da ist immer was los und dann hat man, ganz sicher ist man nicht einsam. Der große Auftritt. Für die Saratugas, für die Eltern und die Zwillinge bedeutet die Arbeit mit den Elefanten das Glück dieser Erde. Die Saratugas gehören zur großen Familie des fahrenden Volkes, so wie einst Ursula Böttcher auch. Das Zirkusvolk, eine Lebensgemeinschaft von Clowns, Zauberern, Artisten und Dompteuren, die alle aufeinander angewiesen sind, die jeden Nachmittag und jeden Abend das Abenteuer einer neuen Vorstellung erleben. Spannung unter dem Zirkuszelt. Ursula Böttcher und ihre Bären gehören seit 2 Jahren nicht mehr dazu. Der Preis der zumindest vorübergehend sicheren Existenz in Spanien ist der Verzicht auf das Leben im Zirkus und ist die Einsamkeit. Ursula Böttcher lebt in ihrem Wohnwagen allein mit 4 kleinen Hunden. Gelegentlich wird sie eingeladen. In ihrer Freizeit bleibt ihr oft nur das Fernsehen. Was sie niemals versäumt, sind die Berichte über die Bundesliga, vor allem über ihren Verein Dynamo Dresden, dem sie unerschütterlich die Treue bewahrt hat. Mittagszeit, Siesta für die Eisbären. Ursula Böttcher auf dem Markt von Alicante. Hier gibt es keine Souvenirs, also gibt es auch keine Touristen. Die Spanier sind unter sich und die Fremden, die hier leben. Das sind ein paar hundert Europäer aus dem Norden, die im Süden ihr Domizil aufgeschlagen haben. Die meisten von ihnen wohnen außerhalb von Alicante, in den Bergen.
Eine halbe Stunde hat die Domteuse für ihren Bummel Zeit. Dann muss sie zurück zu ihren Tieren. Die fühlen sich jetzt da an dem Platz, wo wir sind, im Rio Safari Park in Elche, wirklich sehr wohl. Denen geht's so gut, die sehen blendend aus, die haben ein herrliches Fell und die sind quietschvergnügt und alles. Wo bleibst du denn? Was hast du für eine Entschuldigung, hm? Ja, und du auch. Zum Tagesablauf von Ursula Bötsche gehört ein Ritual, das sie niemals versäumt. Allein macht sie sich auf den Weg durch den Park, die Tiere zu füttern. Und sie wird schon erwartet von den Enten ebenso wie von den Giraffen, die sich weit zu ihr herunterbeugen. Ich habe auch immer ein Tier gehabt. Ich hatte den Kanarienvogel dann, der hieß Hansi, der schlief mit mir im Bett. Den wickelte ich nachts in ein Taschentuch ein und dann hat er bei mir am Kopfkissen geschlafen. Also immer... Ein Tier, das war für mich das Schönste alles, was ich mir vorstellen konnte. Ich habe schon immer diese extrem, das ist ja auch nicht normal, aber diese unnormale Beziehung zu Tieren, dass mir die besonders lieb sind. Und ich sage, wenn im Fernsehen was kommt, dass Tiere irgendwie leiden, ich muss sofort umschalten. Ich kann einen Schock kriegen, wenn ich sehe, wie ein Thunfisch im Netz gefangen ist und der verendet da oder es wieder eine Ölpest und die fangen die Tiere dann. Ich kann das nicht sehen, es ist mir unmöglich. Ich fange sofort an zu heulen und kann mich überhaupt nicht beruhigen. Das nimmt mich so sehr mit, wenn dem Tier irgendwie was passiert. Und das ist halt immer so geblieben und ich kann das auch gar nicht abstellen. Ursula Bötsche in Dresden unterwegs. Deutschland, so sagt sie, sei ihr fremd geworden. Mir gefällt es einfach nicht mehr. Ich kann Ihnen nicht mal den Grund auseinanderlegen. Also ich fühle mich einfach nicht mehr wohl hier. Ich habe schon Freunde, die sagen auch, viele, vor allen Dingen Artisten, gute Bekannte, die mit Tieren gearbeitet und alles, die sagen auch, wir versuchen jetzt viel Geld zusammenzukratzen und dann hauen wir ab. Die einen, die wollen sogar nach Südamerika. Und dann habe ich gedacht, ich hänge mich mit rein. Ein ganzer Teil möchte gar nicht hier bleiben. Die Sicherheit, alles, was man so hatte, und das war alles so vor. Man hat sich dran gewöhnt im Laufe der Zeit und das war was Solides. Und wenn man heute ein bisschen was hat, dann weiß man gar nicht, wird denn das noch sein oder steht die Inflation ins Haus oder für meine Miete, da zahle ich jetzt schon einen fünffachen Preis als das, was ich bezahlt habe. Ich weiß gar nicht, wenn ich mal aufhören würde mit Arbeiten und würde dann Rente kriegen und so viel, ich könnte gar nicht mehr existieren. Ich müsste also gehen und dann um Wohngeldzuschuss bitten. Das könnte ich ja gar nicht. Sie hat noch eine Wohnung in Berlin. Und auch ihr ist die Miete mittlerweile ein paar Mal erhöht worden. Ursula Bötsche, ein Weltstar mit mittlerem Einkommen, noch heute Angestellte der Berliner Zirkusunion in Hoppegarten, wo die Reste des einstigen Staatszirkus der DDR verwaltet werden. Die Zirkusunion vermittelt die letzten Artisten, die vor 1989 dabei waren und noch heute international gefragt sind. Zu ihnen gehört auch Ursula Bötsche. Zurück in Spanien, zurück im Rio Safari Park. The show must go on. Die Touristen kommen. Viele kommen, auch die zierliche Frau mit ihren weißen Riesen zu sehen. Unterhaltung für die Massen, Geschäfte mit den Tieren, die wie einst auf den Jahrmärkten oder wie heute in den Touristenzentren in aller Welt genutzt werden. Schimpansenbabys, die Küsschen geben, Kamele zum Reiten oder Schlangen zum Fürchten. Dazu Eis, Cold Drinks und Paellas, Fast Food Entertainment. Kosmetik für den Auftritt. Die Bären werden mit feinem Sägemehl eingepudert, das ihrem Fell einen besonderen Glanz verleiht. Auch die Domteuse bereitet sich im Wohnwagen sorgfältig auf ihren Auftritt vor. Das glitzernde Kostüm, Puder und Schminke gehören nun einmal dazu, wenngleich der Glamour im gleißenden Sonnenlicht verblasst. Zum Programm im Rio Safari Park gehören eine Elefantennummer und die Vorführung von Schlangen und Waranen.
Doch die Faszination fehlt, die festliche Atmosphäre eines Zirkuszeltes. Kurz vor der Vorstellung, noch im Wohnwagen, bekennt Ursula Böttcher, dass sie weder vor großen noch vor kleinen Tieren Angst hat. Mit einer Ausnahme. Ich habe eine fürchterliche Angst vor Spinnen. Also eine Spinne, die kann mich total aus der Fassung bringen. Ich ergreife sofort die Flucht und wenn ich im Wohnwagen eine sichte, dann versuche ich immer Hilfe herbeizurufen. Einen von meinen Tierpflegern oder jemand Fremdes, der gerade vorbeigeht. Bitte tut mir den Gefallen und versucht die Spinne rauszukriegen. Ich traue mich sonst nicht mehr rein. Rambo, Nixe und die anderen 8 haben sich längst an ihren Job gewöhnt. Ein paar Minuten Show für Kost und Logis. Aber wie gesagt, die arbeiten gerne und die stehen auch immer an der Türe. Die hören sofort, jetzt geht die Musik los und dann möchte jeder rein und nachschauen, ob es eventuell was Neues zu sehen oder zu hören oder zu riechen gibt. Wenn ich also dann denen ein Kommando gebe, ich könnte jetzt, wenn ich ganz ruhig sage, dass die brav, gut gemacht und so weiter, dann merken die am Ton, dass das gut war. Ich könnte genauso gut sagen, doof, du Blöder und so. Die verstehen nicht den Wortlaut, aber die merken an meinen, wie meine Stimmlage ist, was ich meine. Und wenn ich dann irgendwie was will und muss mich durchsetzen oder es klappt was nicht, dann wird das natürlich schärfer, meine Stimme, und dann wissen die auch halt, jetzt tust du besser dort was. Das ist halt das, wonach die Tiere sich richten, wie ich so im Laufe der vielen Jahre, wo ich mit denen arbeite, mich darauf eingestellt habe. Und dann weiß ich, das ist das, was funktioniert. Vor dem Auftritt. Ursula Böttcher und ihre Eisbären sind hier wohl gelitten. Hier stehen nicht die Tierschützer vor dem Tor und protestieren wie zu Hause in Deutschland. Die Tierschützer sind dann nicht so hinterher wie jetzt, dass die in jeder Stadt kommen und dann messen, wie viel Meter haben sie denn und wie viel Zentimeter, und sind da vielleicht mal zwei, wenn die aneinander vorbeilaufen, stoßen die sich an, und dass die einen dann so viel Vorschriften machen und den Ärger und das fällt da unten Gott sei Dank weg, dann hat man da wenigstens seine Ruhe, dass man schon deshalb weggehen muss. Wir müssen ja dann auch sehen, wo man Engagement kriegt, wie geht es weiter, den Staatszirkus gibt es nicht mehr, und für unseren Betrieb, das war ja ein großer Betrieb und gerade mit Tiernummern reich und gut bestückt. Wir sind ja unsere Nummern sind in der ganzen Welt vermietet worden, eben weil sie so gut waren. Und jetzt ist das auf einmal alles hinfällig und jetzt muss man sehen, wie geht es halt weiter. Dann ist man froh, dass man ein Engagement hat und dem Park, die sich viel Mühe geben und super anständig zu uns und zu mir sind, denen wird das dann auch noch so angekreidet, dass die uns eben engagiert haben. Es waren deutsche Journalisten, die sie jüngst der Tierquälerei bezichtigten. Die Eisbärennummer unter der Sonne Spaniens sei nicht zu verantworten. Ursula Böttcher fühlt sich ungerecht behandelt. Die Bären hätten sich überall akklimatisiert und es habe ihnen nirgends auf der Welt an Pflege gefehlt. Mit über 30 Jahren erreichten sie bei ihr ein Alter wie sonst nirgendwo. Eine Lebensgemeinschaft, die zierliche Frau aus Dresden und ihre mächtigen Eisbären. Sie sind aufeinander angewiesen. Ohne Ursula Böttcher wären die Bären verloren. Kein zoologischer Garten könnte sie aufnehmen. Sie müssten getötet werden. Ist Spanien, ist der Safari-Park die letzte Station des gefeierten Zirkusstars aus Dresden, der Nationalpreisträgerin, die in der ganzen Welt zu Hause ist, die selbst auf einer Briefmarke abgebildet worden war? Ursula Böttcher, die Eisbärenfrau, will auch in Zukunft in die Manege gehen, mit ihren Tieren, die ihre Familie sind. Vielleicht doch wieder einmal in Deutschland unter der Zirkuskuppel. Die einzige Eisbärendressur der Welt und vermutlich die letzte Gruppe der weißen Riesen, die es gibt.